in eurer Mitte zu sein und auch einige bekannte Gesichter zu sehen. Wieder ist ein Jahr vergangen. Es ist unglaublich. Ich war vor einem Jahr schon mal hier und habe festgestellt, wie schnell doch dieses Jahr vergangen ist. Ja, schön, dass wir mit Elina diesmal hier wieder diese Woche hier bei euch verbringen dürfen. Ich habe offiziell Urlaub in der Gemeinde und dann haben mich gestern nach dem Gottesdienst einige gefragt, und Willi, was macht ihr Schönes im Urlaub, wo fahrt ihr hin? Und wir haben gesagt, wir fahren zum BSB. Wir machen unseren Urlaub hier im schönen Bonn oder in der Nähe von Bonn, in Bornheim. Ja, und so ist es eine ganz große Freude. Nehmt mich nicht zu hart ran in dieser Woche, ich habe Urlaub. Ja, ich möchte uns gerne in der heutigen Andacht mitnehmen in einen Sehtest mit der Frage, die ich uns stellen möchte, was siehst du? Ich weiß nicht, wie gut du sehen kannst, also mit deinen physischen Augen, ob du eine Sehhilfe brauchst oder ob du so eine gute Sicht hast. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, dass dort über das physische Sehen noch ein anderes Sehen hinzukommt. Und ich möchte uns gerne in einen Bibeltext hineinführen, wo uns das deutlich vor Augen kommt. Und ich möchte uns wirklich herausfordern, was sehen wir, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, wenn wir in unsere Gemeinden schauen, wenn wir auf das BSB schauen, wenn wir auf unser Land hier in Deutschland oder sogar weltweit sehen. Was sehen wir, wenn wir hinschauen? Und deswegen lade ich uns ein in einen etwas längeren Bibeltext, aber ich möchte ihn uns trotzdem lesen. 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 1. Und ich überspringe dann ein paar Verse und lese dann bis Kapitel 14, bis zu dem Vers 9. Ich habe den Text jetzt leider nicht abgedruckt an der Wand, aber Bibelschüler haben irgendwas dabei, wo sie den Bibeltext mitverfolgen können. Also lade ich euch ein, schlag gerne mit auf, sei es an eurem digitalen Gerät oder in eurer physischen Bibel. Ich habe hier die Luther-Übersetzung und lese das Wort Gottes aus 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Israels geben will. Je einen Mann für den Stamm seiner Fürsten sollt ihr aussenden, lauter Fürsten. Da entsandte Mose sie aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn, lauter Männer, die unter den Kindern Israels Häupter waren. Und dann kommen jetzt einige Verse, wo die ganzen Namen aufgezählt werden. Ich lese ab Vers 16 weiter. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Hoschea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Als Mose sie aussandte, um das Land Kanaan zu erkunden, sagte er zu ihnen: Zieht hier hinauf ins Südland, geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder zahlreich ist. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltlagern oder Festungen wohnen. Und was für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob Bäume darin sind oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber gerade um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht. Sie gingen hinauf durch das Südland und kamen bis nach Hebron. Da waren Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Enaks. Hebron war 7 Jahre vor Zahon in Ägypten erbaut worden. Sie kamen bis in das Tal Eschkol, schnitten dort eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweit an einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Dieser Ort heißt Tal Eschkol wegen der Traube, die die Kinder Israels dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in der Wüste Paran nach Kadesh, erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das hier ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hittiter, die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan.
Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israels ein böses Gerücht und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das ganze Volk weinte in dieser Nacht. Alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären und noch sterben in dieser Wüste. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es für uns nicht besser, wir ziehen wieder zurück nach Ägypten? Und einer sagte zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose und Aaron aber fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch nicht vor diesem Volk des Landes. Denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, denn der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das ist Gottes Wort. Was siehst du? Ich weiß nicht, kennt ihr sogenannte Kippbilder? Wer erkennt hier einen Pokal oder einen Kelch? Und wer sieht hier zwei Gesichter, die ganz nah beieinander sind? Wahrscheinlich sehen alle von uns auch beides. Wer sieht hier eine alte Frau? Und wer eine junge Frau? Ah, ihr kennt das schon, ne? Die alte Frau guckt nach links unten und die junge Frau guckt von uns weg nach links oben. Wer sieht ein Hase und wer eine Ente? Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wer sieht einen alten Mann, einen Kopf eines alten Mannes? Und wer sieht einen Mann und eine Frau, die in einem Torbogen stehen? Wer sieht einen Indianerkopf? Und wer sieht einen Eskimo, der gerade in sein Iglo geht? Ja, schon weniger, ne? Das sind sogenannte Kippbilder. Wir sehen uns dieselben Bilder an, aber wir können zum Teil etwas vollkommen Unterschiedliches erkennen. Wir sehen etwas und doch sehen wir etwas Verschiedenes. Und genau das veranschaulicht das, was wir in unserem Bibeltext gerade gelesen haben. Wir haben ja eine Situation vor Augen, wo das Volk Israel vor dem verheißenen Land steht und Gott selber spricht zu Mose und er sagt, erkundet jetzt das Land, das ich euch geben will. Und wie ist es dazu gekommen? Ganz einfach, 1. Mose Kapitel 12, Gott beruft Abraham, nachdem er die Menschen verstreut hatte und das Projekt des Turmbaus damit ein Ende gesetzt hatte. Und aber er beruft jetzt einen Mann Abraham und er sagt diesem Abraham oder er schließt mit diesem Abraham einen Bund, der dreiteilig ist. Und diesem dreiteiligen Bund sagt er, Abraham, ich gebe dir eine große Nachkommenschaft. Abraham, ich werde dir ein Land geben, in dem deine Nachkommen wohnen werden. Und Abraham, aus deiner Nachkommenschaft wird ein Segen sein für alle Nationen. Und dann vollzieht sich die Geschichte Israels und dann landen sie irgendwann als Sklavenvolk in Ägypten und werden dort von Gott aus mit starker Hand herausgeführt. Und dann am Bund Sinai schließen sie einen Bund und immer wieder wird diese Landesverheißung ganz neu aktualisiert. Und Gott sagt, das ist das Land, was ich euch geben möchte. Und jetzt stehen sie am Fuße dieses Landes und Gott sagt, das ist jetzt dieses Land, was ich euch geben möchte, sende Kundschafter aus, damit ihr euch es anschaut. Und dann machen die das auch
Und wir sehen das, wir haben es gerade gelesen, Mose sendet dann von allen Stämmen Oberhäupter aus und er sendet sie mit dem Auftrag aus und sagt, geht in das Land und schaut es euch an. Seht, wie es beschaffen ist. Seht, wie die Leute da drinne sind, die da wohnen und wie wohnen sie dort. Schaut euch das ganze Land an und erstattet uns dann Bericht. Und tatsächlich, sie tun es, das ist jetzt hier schlecht zu sehen, wahrscheinlich für euch da hinten, aber hier so ganz unten, also links unten Kadesh Barnea, so an der Grenze von Ägypten kommt, aus der Wüste, da ist das Volk Israel und das ist die Route bis ganz nach oben, die die Kundschaft da gemacht haben. Das heißt, sie sind durchs ganze Land gegangen und haben sich alles angeschaut und sind mit einer riesen Weintraube-Rebe, die sie sogar so an Stöcken tragen mussten mit zwei Leuten, sind sie wieder zurückgekommen. Und jetzt ereignet sich einiges. Da sind 12 Kundschafter, die haben das Land gesehen, die haben es sich angeschaut. Aber was haben sie gesehen? Wir sehen hier zwei unterschiedliche Berichte in unserem Bibeltext und zweimal absolut gleiche Fakten. Die 10 Kundschafter sagen, und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das Land, das ihr uns sandtet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und das sind seine Früchte. Warum sagen sie wirklich? Ja, weil Gott gesagt hatte, dass er ihnen ein Land geben wird, wo Milch und Honig drin fließen wird. Und sie sagen tatsächlich, wow, dieses Land, das wir gesehen haben, ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ganz klare Fakten, wir haben es gesehen. Und hier, schaut euch diese Weintraube an, diese Rebe an, der absolute Wahnsinn. Das haben wir da abgeschnitten aus diesem Land. Und genauso auch Josua und Kaleb, dieselben Fakten und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Wir haben hier 10 Kundschafter, die schauen sich das Land an und sie kommen alle zu den gleichen Fakten. 12 Leute, 12-mal die gleiche Meinung. Das Land ist wunderbar, genauso wie Gott es gesagt hat. Aber wir sehen dann 2 Berichte über dieses Land, aber 2 völlig unterschiedliche Sichtweisen. Alle sehen das Gleiche, aber sie haben doch was anderes gesehen. Die 10 Kundschafter sagen, das Volk, das darin wohnt, ist sehr, sehr stark. Wir haben sogar Enaks Söhne gesehen. Das ist so eine Nachkommenschaft, das waren so außerordentliche Männer, die wahrscheinlich so 3 Meter oder so groß waren, richtige Riesen, große Kämpfer. Goliath war vielleicht auch einer von diesen. Ein Riesenmann, ne, und die sagen, in ihren Augen sind wir wie Heuschrecken, die werden uns einfach zertreten. Wir als schwaches Wüstenvolk, was gerade als Sklavenvolk befreit wurde und durch die Wüste gepilgert ist, ohne Militär, ohne Waffen, wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken, die zertreten uns. Ja, da sind Riesen. Und was sagen Josua und Kaleb? Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Merken wir, was für eine unterschiedliche Sichtweise ist. Die einen sagen, wir sehen ein Land, da sind Riesen und wir sind schwach, wir sind Heuschrecken in ihren Augen und die zertreten uns. Und Josua und Kaleb sagen aber, wenn der Herr es will, dann wird er uns dieses Land geben. Und dann kommen sie zu völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Daran merken wir, wie wichtig diese Frage ist, wie wir sehen. Das wird nämlich letztendlich dann unsere Taten beeinflussen, das, was wir tun. Erstmal wird es unser Denken beeinflussen und dann wird es unsere Taten beeinflussen. Und genauso auch hier, die Schlussfolgerung ist vollkommen unterschiedlich. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und die Schlussfolgerung ist in diesem Text, lasst uns umkehren und wieder zurück nach Ägypten gehen. Lasst uns hier Oberhäupter wählen, lasst uns endlich mal diesen Mose hier abwählen und lasst uns wieder zurück nach Ägypten gehen oder hier in der Wüste gleich sterben. Das ist die Schlussfolgerung. Wie ist es bei Josua und Kaleb? Sie sagen, lasst uns hinaufziehen, lasst uns rein in das Land und es einnehmen, denn wir können es überwältigen. Wow, vollkommen unterschiedlich. Die einen sagen, wir ziehen ab, wir schmeißen das Projekt hin, wir sterben lieber in der Wüste, gehen bestenfalls zurück nach Ägypten und versklaven uns wieder. Und hier sind 2 Männer, die sagen, lasst uns hineingehen, lasst es uns einnehmen, denn wir werden sie überwältigen. Was siehst du? Wir sehen hier 10 Kundschafter, die schauen auf die Umstände. Sie schauen auf das, was sie gesehen haben. Dann haben sie
die Herausforderung begutachtet, die vor ihnen liegt, und haben eine ganz gute Selbstanalyse getroffen und haben gesagt, wir haben keine Chance. Doch Josua und Kaleb haben hier einen anderen Blick. Und ich möchte ihn nennen, das ist der Blick des Glaubens. Sie sehen etwas, was die physischen Augen nicht sehen können. Aber sie sehen etwas, was Realität ist. Die einen schauen auf ihre eigenen Möglichkeiten, auf ihre eigenen Fähigkeiten. Die anderen schauen auf Gottes Fähigkeiten und Gottes Möglichkeiten. Was kann Gott? Und dann merken wir auf einmal, da wendet sich das Blatt. Was macht so eine Horde von 3-Meter-Männern aus, wenn ein Gott kommt? Wenn Jahwe kommt, der Retter, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, der als Wolken- und Feuersäule mit ihnen durch die Wüste ging, der sie versorgt hat mit allem, was sie braucht, aus dem Himmel heraus, mit Wasser aus dem Felsen, mitten in der Wüste. Was soll dieses Land ausrichten, wenn Jahwe, unser Gott, kommt und Möglichkeiten und seine Möglichkeiten ausspielt? Die einen schauen auf die sichtbaren Faktoren, gucken sich selbst an, auf ihre Waffen. Ja, wir haben keine Waffen, sehen die Gegner und sagen, geht nicht. Und Josua und Kaleb, sie sehen im Glauben das, was Gott zu tun vermag. Sie sehen, was Gott tun kann, was für Möglichkeiten er hat. Und er hat es doch verheißen, dass er ihnen dieses Land geben wird. Und wir sehen hier in unserem Bibeltext zweimal das Wort aber. Ne, nachdem sie alle ihren Bericht gegeben haben, heißt es in Kapitel 13, Vers 28, aber das Volk, das im Land wohnt, ist zu stark. Ne, wo setzt du in deinem Leben das Aber? Man könnte sagen, ja, das wäre so schön und wenn Gott das so wirken würde, aber uns fehlen die richtigen Leute dafür. Oh, uns fehlen die Mittel dafür. Es wäre so schön, wenn wir das tun und machen könnten und erleben könnten, aber es funktioniert nicht. Die Widerstände, die Hindernisse, die Aufgabe ist einfach zu groß. Und das andere Aber finden wir in Kapitel 14, fast zum Ende, im Vers 9. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Das ist ein völlig anderes Aber, oder? Wenn wir auf einmal merken, ja, wir haben eine Herausforderung, wir haben wirklich ein großes Hindernis, ein Riesen vor uns. Und ja, menschlich gesehen ist es nicht zu schaffen. Aber Gott kann wirken. Gott kann eingreifen. Und wir sehen dann auch, wie diese Geschichte weitergeht. Die einen sind tatsächlich in der Wüste umgekommen und die anderen haben das verheißene Land gesehen. Und tatsächlich, wenn wir das Buch Josua dann lesen, dann sehen wir, wie Gott ihnen das Land gibt. Wie mit Pauken und Trompeten die Mauern Jerichos fallen. Mit Musikern in den Kampf ziehen. Wir haben letztens eine Predigt bei uns gehabt, das war einer unserer Musikleiter. Und der Orchester hat auch gespielt und er hat gesagt, das ist eigentlich die dümmste Idee, ne? mit Musikinstrumenten in einen Kampf zu ziehen. Ne? Aber so sind sie in den Kampf gezogen. Musiker an vorderster Front und die Mauern fallen, weil Gott sie fallen lässt. Und weil keine Schwerter gezogen werden müssen und weil keine Rammböcke gebaut werden mussten. Gott wirkt, er hat es ihnen gegeben. Und der Blick des Glaubens sieht die Verheißung, ergreift die Verheißung, erlebt das, was Gott wirklich tun möchte. Sieht, wie Gott das Unmögliche möglich macht. Und derjenige, der vorschnell aufgibt und zurückzieht und zurückbleibt, der sieht nicht die Möglichkeiten Gottes. Die sind umgekommen in der Wüste. Ich möchte uns einige Beispiele aus der Bibel noch heranführen und wir werden merken, dass dieses Thema des Blickes des Glaubens ganz viele Bereiche unseres Lebens, unseres Glaubenslebens anspricht. Und deswegen möchte ich einige kurze Beispiele erwähnen, um uns einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, richtig hinzuschauen, richtig auf das zu sehen, was Gottes Wort uns sagt. Ich nenne es mal der Blick des Glaubens und Vorbilder, die wir in der Bibel haben, die uns in diesem Blick des Glaubens vorangegangen sind und wir dürfen folgen. Wir sehen als eine Geschichte, die, ich bin ja hier bei Bibelschülern, in der Gemeinde würde ich jetzt immer mehr ausholen, aber hier setze ich jetzt einfach mal ein bisschen was voraus. Wir kennen vielleicht diese Geschichte von Elisa und Gehasi. Und dieser Elisa, der konnte von den Feinden, die Israel angreifen wollten, immer voraussagen, wann sie angreifen wollten, wo sie angreifen wollten. Und so konnte Israel sich immer schon gleich positionieren und alles mal gleich klar machen.
Und der König von Aram, der das Volk bekämpfen wollte, der sagte, irgendwo muss es einen Spion geben. Und da haben sie gesagt, nein, nein, kein Spion. Der Prophet Elisa, der sagt alles. Der weiß alles im Verborgenen, was du denkst und planst und handelst. Und dann wollen sie ihn fangen. Und dann tatsächlich ist Elisa mit seinem Diener, Gehilfe, ist an einer Stadt. Und tatsächlich die Armee von den Aramäern kommt und umzingelt diese Stadt. Und dieser Elisa und der Gehasi ist aufgebracht und sagt, Elisa, wir sind umstellt, jetzt ist alles aus. Die Armeen der feindlichen Mächte sind da. Alles ist verloren. Und ich stelle mir das Bild vor, steht nicht so in der Bibel, ich stelle mir so vor, wie dann der Elisa sich zurücklehnt, dann nochmal seine Tasse Kaffee vom Frühstück nimmt, nochmal einen tiefen Schluck nimmt und sagt, mein lieber Gehasi, na, lass uns mal ein kurzes Gebet sprechen. Und bei diesem Gebet sagt er dann 2. Könige 6, Vers 16, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Bedrohung und Gefahr, vielleicht kennst du es auch in deinem Leben, dass du manchmal vielleicht in Situationen bist, die brenzlig vielleicht sind, wo man ein Risiko eingeht, wo vielleicht das eigene Leben auch bedrängt sein kann. Oder sind Leute, die einen nach dem Leben trachten. Das haben wir glücklicherweise bei uns hier nicht in Deutschland. Wir können zumindest noch unseren Glauben frei ausleben. Aber viele andere Mitgeschwister jetzt zu diesem Zeitpunkt sind bedrängt in Gefahr, ihren Glauben auszuleben, weil sie es mit ihrem Leben bezahlen könnten. Hier sehen wir diesen Blick, den Elisa dem Gehasi öffnet, beziehungsweise Gott eröffnet dem Gehasi den Blick, indem er die ganzen himmlischen Heerscharen sieht, das Militär Gottes. Und so kann Elisa sagen, die auf unserer Seite sind viel, viel mehr als die, die jetzt hier herangezogen sind, um uns einzufangen, um uns gefangen zu setzen. Was für ein Blick. Wir können auf die Feinde schauen und wir können Angst bekommen. Wir können auf viele Umstände kommen, die uns feindlich gesinnt sind. Auch in Deutschland gibt es viele, die uns feindlich gesinnt sind, unserem Glauben feindlich gesinnt sind. Und wir können resignieren und wir können sagen, letztendlich sitzt Gott im Regiment. So wie Friedhelm so wunderbar gebetet hat, Jesus ist der König, er regiert, er zieht die Fäden. Und alles, was passiert, muss an ihm vorbei. Da passiert nichts, was aus seiner Kontrolle entgleisen würde. Hier diesen Blick einzunehmen, diejenigen, die auf unserer Seite sind, sind mehr als die, die auf ihrer Seite sind. Dann die bekannte Geschichte von David gegen Goliath. Der ist auch so ein Riese, der verhöhnt das Volk Gottes. Und keiner traut sich, in den Kampf zu ziehen. Und früher gab es häufig diese Stellvertreterkriege. Ne? Da mussten sich nicht die ganzen Armeen abschlachten. Da haben sie gesagt, euer stärkster Mann gegen unseren stärksten Mann. Machen wir es ganz kurz und schmerzlos. Gewinnt unser stärkster Mann, dann zieht ihr ab. Und wir übernehmen das alles. Gewinnt unser stärkster Mann, dann zieht ihr ab. Und so steht dieser Goliath auf dem Schlachtfeld und er verhöhnt und spottet über das Volk Gottes. Und David, der eigentlich nur gekommen ist, um seinen Brüdern ein Lunchpaket zu bringen, der sieht das und denkt, was macht der denn da? Wer ist dieser Unbeschnittene, dass der das Volk Gottes verhöhnt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er sagt, ich ziehe gegen ihn in den Kampf. Und auch hier, militärisch gesehen, was für ein Blödsinn. So ein Hirtenjunge, der gegen einen ausgewachsenen Krieger in den Kampf ziehen soll. Was für ein Schwachsinn. Aber David geht in den Kampf und kann nicht mal die Rüstung tragen, weil ihm viel zu groß und zu schwer ist. Er geht mit seiner Schleuder und mit den Steinen dort in diesen Kampf. Und er sagt diese Worte und da sehen wir, was David gesehen hat, was seine restlichen Mitbrüder seines Volkes nicht mehr gesehen haben. Er sagt hier, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze und Spieß, ich aber komme im Namen des Herrn Zebaoth, des Herrn Zebaoth, Yahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen, der Gott des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. David zieht in den Kampf und er weiß, er wird zwar jetzt derjenige sein, der den Stellvertreterkrieg führt, aber Gott wird kämpfen für seine Ehre. Gott wird kämpfen für sein Volk. Und dann kennen wir die Geschichte, er schleudert den Stein, trifft dem Goliath an den Kopf und der Feind ist besiegt. David gegen Goliath. David hat hier diesen Blick des Glaubens. Er sagt, wie kann er es wagen, das Volk Gottes zu verhöhnen? Weiß er es denn gar nicht, mit welchem Gott er es hier zu tun hat?
Und er zieht in dem Kampf, glaube ich, nicht in einem Anflug von totaler Selbstüberschätzung, sondern er kommt hier im Namen des Herrn. Auch hier haben wir manchmal in unserem Leben Glaubenskämpfe, übermächtige Herausforderungen, die da sind. Also vielleicht in unserer Gemeindearbeit oder hier sogar im BSB, wo ihr merkt, wo so richtig etwas durchzukämpfen ist, wie auch bildlich gesprochen ein Riese sich aufbäumt vor euren Augen und vielleicht sogar euch verhöhnt oder ihr kommt euch verhöhnt vor, weil ihr euch so schwach und so kraftlos vorkommt. So unfähig, das irgendwie zu meistern, die Situation. Dann erinnern wir uns daran, den Blick des Glaubens. Nicht auf uns schauen, sondern auf den, der in uns lebt. Christus in uns. Hans-Peter Reuer hat immer so ein wunderbares Beispiel erzählt, wenn jemand zu ihm kam und dann gesagt hat, ja, ich kann das nicht und ich bin so schwach und ich kann diesen Dienst nicht tun, das sollen lieber andere machen, die können es viel besser. Und dann hat er immer gesagt, glaubst du, dass Christus in dir wohnt? Ja, das glaube ich. Okay, dann sprichst du jetzt dieselben Sätze, die du gerade gesagt hast, mit wir. Du ziehst jetzt Jesus mit ein. Ja, wir können, ja doch, Jesus kann es. Wir sind zu schwach, nein, Jesus ist eigentlich zu stark. Wir vermögen, na doch, Jesus könnte es. Und schon merken wir, die Sätze können wir nicht mehr sprechen, oder? Mit wir funktioniert es nicht mehr, weil über Jesus können wir das nicht sagen, dass er zu schwach, zu unfähig, zu unvermögend wäre. Jesus ist fähig und Christus lebt in uns. Und wir haben es heute gehört von Simon, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft ist in dir und mir durch den Geist wirksam geworden. Wenn wir Glaubenskämpfe haben, große Herausforderungen haben, dann lasst uns im Glauben auf das schauen, was Christus vermag und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten. Dann sehen wir Noah. Noah soll eine Arche bauen, obwohl es wahrscheinlich bis dahin noch nicht geregnet hatte, ne, wie es da heißt. Total ein Himmelfahrtskommando, ne? Eine Arche bauen zum großen Gespott der ganzen Leute. Ich kann mir jetzt vorstellen, so ein Schiff, das baut man eine Zeit lang, mitten irgendwo auf dem Land, wo nicht mal Wasser in der Nähe ist. Und er wurde verspottet und verhöhnt und er predigte und keiner glaubte ihm und alle lachten. Und das Interessante ist, Gott gibt dem Noah diesen ganzen Auftrag und heißt es so schlicht und einfach und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Er sieht etwas, er vertraut Gott, er vertraut diesen Auftrag, den Gott ihm gibt und er tut das, auch wenn es noch so schwachsinnig ist, hier auf dem Land eine Arche zu bauen. Schwimmen gegen den Strom, lächerlicher Auftrag. Hat zu dir schon mal jemand gesagt, du bist echt lächerlich, dass du hier 3 Jahre am BSB studierst? Was Gold ist deine besten Jahre? Das ist echt lächerlich, dass du dich in der Gemeinde da einbringst. Oder dass du da vielleicht in der Stadt irgendwie mal jemand vom Glauben erzählst, die Leute lachen dich aus und sagen, was bist du denn für einer? Hast du keine Aufklärung erlebt? Versuchst du irgendwie so ein religiöses Zeug noch zu erzählen? Glaubst du noch etwa dem, was in der Bibel steht? Merken wir, dass wir manchmal so in Herausforderungen sind, wo Gott uns etwas aufträgt und wo wir eigentlich merken, wow, das ist so richtig gegen den Strom mitzuschwimmen. Das ist so richtig gegen den Mainstream der Gesellschaft. Das ist so richtig völlig anders als das, was eigentlich die Menschen um mich herum für sinnvoll erachten. Und halten wir dann trotzdem fest, im Glauben zu sagen, Gott hat es geboten, ich halte mich daran fest. Ich stehe zu Gottes Wort, auch wenn ich manches nicht erklären kann und wenn ich auch manches nicht begreifen kann, aber ich glaube einfach Gott. Und wenn es auch noch so lächerlich für meine Mitmenschen erscheint, ich halte daran fest und führe das aus, was Gott mir aufgetragen hat. Auch hier ein Blick des Glaubens und vor allen Dingen wir sehen, es passierte dann das, was Gott gesagt hatte. Die Sintflut kam und Gott rettete Noah und seine Familie. Dann Abraham, den habe ich schon kurz erwähnt, der wird einfach aus seinem Elternhaus herausgenommen. Er soll einfach alles verlassen und einfach mal losziehen in ein Land, das Gott ihm geben wird. Aber er hat ihm noch nicht gesagt, wo es hingeht. Zieh einfach mal los, dann werden wir schon weitersehen. Und dann sehen wir im Hebräerbrief einen Vers, den ich so wunderschön finde. Abraham verlässt dann seine Familie, er verlässt seine Verwandtschaft, er verlässt sein soziales Umfeld, er verlässt alles, was ihm vertraut und lieb und wert ist und er geht einfach los auf Gottes Geheiß, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er sah im Glauben etwas, er sah eine Stadt, die Gott baut. Und diese Stadt hat er erwartet. Und im Blick auf diese Stadt ist er losgegangen und hat diesen Auftrag Gottes wahrgenommen. Und auch wir erleben manchmal, dass Gott uns ruft.
Vielleicht wird er auch dich rufen. Ich hoffe, er hat dich hier ans BSB gerufen. Und vielleicht ruft er dich in die Gemeindearbeit. Er ruft dich in die Missionsarbeit. Vielleicht möchte er aber auch, dass du ganz normal wieder in deine Arbeitsstelle zurückgehst, um dort wirksam zu sein. Vielleicht in ein Gemeindegründungsprojekt. Was auch immer. Vielleicht in eine Lehrtätigkeit, noch weiter zu forschen und zu lehren. Wo auch immer dich Gott ruft, bist du bereit zu sagen, ja, ich verlasse meine Komfortzone. Ich verlasse mein vertrautes Umfeld. Ich verlasse meine Sicherheiten, die ich habe und bin bereit, diesen Glaubensschritt zu tun, weil ich etwas sehe, was Gott für mich bereitet hat, was Gott mit meinem Leben vorhat, weil er durch mich wirken möchte. Und dann zu sagen, ja, Gott, ich bin bereit, es zu tun. So bin ich damals, bin zur Theologie erst auf den zweiten Bildungsweg gekommen. Ich habe nach meiner Schule eine Ausbildung zum Elektromechaniker gemacht und habe dann gearbeitet. Und dann hat sich mit meiner Frau Elina und bei mir hat sich der Ruf verfestigt, zu sagen, zu gehen, nochmal ein Bibelstudium zu machen und in den vollzeitigen Dienst zu gehen. Und dann weiß ich noch wie heute, dann gab es ein paar sehr finanzielle Engpässe, das ist eine längere Geschichte, und dann saß ich auf dem Amt und musste tatsächlich Hartz IV beantragen. Damals hieß es noch Hartz IV. Und ich bin selten so beleidigt worden auf dem Amt wie von diesem Mann, der da saß. Der hat mich wirklich mit der größten Verachtung, wie man einen anschauen kann, hat er mich angeschaut. Und der konnte es nicht verstehen und der hat gesagt, ich bin ein Schmarotzer des Volkes, dass ich einen festen Arbeitsplatz mit einem guten Gehalt, dass ich das gekündigt habe von mir selber, um nochmal Abitur zu machen. Boah, das konnte er nicht verstehen. Und das war auch einer, der hat das nicht hinterm Berg gehalten. Der hat das wirklich so rausgesagt. Der hat gesagt, sie sind ein Schmarotzer der Gesellschaft. Heute kann man ein bisschen drüber schmunzeln. Früher war das echt eine Beleidigung, also wirklich hart. Aber ja, wir mussten tatsächlich eine kurze Zeit von Hartz IV leben, bis sich dann einiges wieder in Ordnung gebracht hat, wo es dann besser ging. Aber das war mutig zu gehen. Wir sind umgezogen, wir haben keine Wohnung in Lörrach bekommen. Wir hatten uns da vorher ein paar Wohnungen angeguckt. Ne, und dann haben wir sagten sie, ja, wir brauchen einen Lohnausweis. Ich habe gesagt, ja, ich bin Student, meine Frau hat noch keinen Job. Sie muss sich ja erstmal nach dem Umzug hier einen Job suchen. Dann wurden wir auch da beleidigt, wie wir denn die Zeit hier verschwenden könnten, hier eine Wohnungsbesichtigung zu machen, obwohl wir nicht mal einen Gehaltsnachweis hätten. Hier kriegt ihr nirgendwo eine Wohnung ohne Gehaltsnachweis und so weiter und so weiter. Das war also eine längere Geschichte, aber es waren viele für uns Glaubensschritte, immer wieder raus aus der Komfortzone, Gottes Ruf zu folgen. Deswegen ermutige ich euch, wenn Gott ruft, natürlich ist es wichtig, sich mit Brüdern und Geschwistern abzustimmen und da weisen Rat einzuholen. Nicht einfach töricht zu handeln. Aber manchmal ist es wichtig, einen Glaubensschritt zu gehen, weil Gott euch etwas zeigt, weil ihr etwas seht. Ihr seht eine Gemeinde, die gegründet wird. Ihr seht einen Dienstkreis, der in eurer Gemeinde erwächst. Ihr seht Menschen, die zum Glauben kommen durch eure Arbeit, durch euren Dienst, durch eure Verkündigung. Ihr seht Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben auf der ganzen Welt, die vielleicht durch euren Einsatz das erste Mal in ihrem Leben eine Bibel vielleicht in ihre Hand bekommen, in ihrer Sprache, wo sie Gottes Wort lesen können und wo vielleicht ein ganzer Volksstamm zum Glauben kommt. Menschen, die sich herausrufen lassen von Gott und bereit sind, einen Glaubensschritt zu gehen. Genau dasselbe bei Mose. Auch hier die Geschichte, er wird ausgesetzt, kommt an dem Hof zu der Tochter des Pharaos, genießt die beste Schulausbildung, genießt den größten Reichtum der damaligen Welt in Ägypten. Und irgendwann mal entscheidet sich Mose zu sagen, nein, ich will kein Ägypter sein, ich will nicht hier die Privilegien des Hofes haben, sondern ich gehe zurück zu meinem Sklavenvolk und mache mich mit ihnen eins. Hebräer 11, 25, 26, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägypten, denn er sah auf die Belohnung. Ist irgendeiner hier, der einen gut bezahlten Job hatte und ihn vielleicht aufgegeben hat, um ans BSB zu kommen? Ja, siehst du, 1, 2, 3, sind einige Leute. Dann seid ihr mit Mose in einer guten Liga. Ich kenne auch einige bei uns aus der Gemeinde, die wirklich sehr, sehr gut bezahlt waren, die wirklich Karriere hätten machen können. Die hatten schon Managerposten, die hatten sehr, sehr gute Aufstiegschancen, aber sie haben ganz bewusst, vielleicht nicht das aufgegeben, aber haben ganz bewusst gesagt, ich gehe den Karriereweg nicht mehr weiter,
weil ich mich in der Gemeinde einsetzen möchte. Ich möchte Zeit für meine Familie haben, ich möchte Zeit für die Gemeinde haben. Ja, ich könnte vielleicht viel Geld verdienen, ich könnte sehr viel bewirken, aber ich bin bereit, das hinter mir zu lassen, weil ich Gottes Ruf folgen möchte. Versteht mich nicht falsch, ich bin froh, dass Gott auch Menschen beruft, die Karriere machen und die mit ihrem Geld Gottes Reich unterstützen. Aber manchmal ist dieser Karriereweg auch ein Hindernis, Gottes Ruf zu folgen. Bereit zu sein, ja, ich möchte diese Zeit nehmen, um mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Und deswegen beglückwünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr heute hier seid. Dass ihr sagt, ich möchte mein Leben, meine jungen Jahre investieren, um Gottes Wort besser kennenzulernen. Petrus, auch eine bekannte Stelle, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Haben wir auch kürzlich bei uns in der Gemeinde Predigt drüber gehört. Und da ist mir jetzt nochmal so deutlich vor Augen geworden, was für ein Schwachsinn das doch eigentlich ist, in einem Sturm aus einem Boot herauszusteigen, um zu glauben, dass man auf dem Wasser gehen kann. Aber Petrus sagt hier, wenn du es bist, Herr, was für ein Blick, nicht hier, ich gehe jetzt mal auf dem Wasser, wenn du es bist, Jesus, dann lass mich, dann sag, dass ich zu dir kommen soll. Und er geht auf dem Wasser. Und ich habe nur so ein bisschen wirklich von den Dingen gehört, die der Herr hier in 30 Jahren BSB getan hat. Aber ich glaube, Heinrich, das ist hier ein permanenter Gang auf dem Wasser. Ne? Manchmal kommen die Wellen und man hat den Eindruck, man sinkt und dann schaut man wieder auf Christus und der packt einem wieder bei der Hand. Es gibt, glaube ich, von den Johannes Hafto, heißt er so, ein Lied, lieber, wie heißt es, nasse Füße, glaube ich. Kennt das einer, nasse Füße? Ich habe lieber nasse Füße vom übers Wasser laufen, als im trockenen Boot dem Leben hinterher zu sehen oder irgendwie so heißt das. Finde ich, ist eine gute Zeile in einem Lied, nasse Füße. Und genau das ist es. Manche bleiben lieber in einem trockenen Boot, aber sie erleben es nicht, wie Gott wirklich Wunder tut, wie Gott Großes bewirkt. Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Zeit der Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Paulus wägt hier ab die Leiden, die er für Christus erbringen musste. Und er sagt, all diese Leiden fallen nicht ins Gewicht, wenn wir im Glauben auf das sehen, was Gottes Herrlichkeit für uns bereithält. Hast du schon mal für Christus gelitten? In irgendeiner Art und Weise, sei es körperlich, ich glaube weniger, aber dass du wirklich leiden musstest in irgendeiner Art und Weise, weil du dich für Christus eingesetzt hast. Ja, ich sehe manche nicken so mit dem Kopf. Ich glaube, es gibt Situationen, ne, wo wir manchmal schier erdrückt werden. Und Paulus sagt hier, ich sehe auf die Herrlichkeit. Ich sehe nicht auf das, was an kurzer, vergänglichen Zeit hier in meinem Leben auf mich einprasselt, sondern ich sehe auf die Herrlichkeit. Und im Hinblick auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, ist das, was ich gerade erlebe, kurz, schnell vorübergehend, leicht zu ertragen. So manchen am Sterbebett habe ich diesen Text von Paulus vorgelesen und nicht selten waren manche wirklich mit Tränen in die Augen, wo sie sich so gesehnt haben, diese Herrlichkeit endlich zu sehen, die sie im Glauben sehen, die sie aber dann jetzt bald im Schauen erleben werden. Auch hier ein Blick des Glaubens. Leiden und Verfolgung nicht aus dem Weg gehen, sondern auf die Herrlichkeit schauen, die Christus uns bereithält. Ein vorletztes. Wer von euch wusste, dass Josua eigentlich nicht Josua hieß? Ganz ehrlich. Wussten einige nicht, ne? Also ich muss ehrlich sagen, mir ist das auch nochmal neu aufgegangen, wo ich diesen Text gelesen habe. Der hieß eigentlich Hoshea. Wo sind die Hebräisch-Kenner hier unter euch? Hebräer, Hoshea. Hoshea bedeutet so viel wie Rettung. Rettung. Und hier ganz nebenbei, mit einem Satz, bekommt der Hoshea auf einmal einen neuen Namen von Mose. Und zwar, da sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hoshea, Rettung, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Joshua, Yahweh ist Rettung. Bitte. Yeshua, ne? Ja, so ähnlich wie Hebräisch, genau, Yeshua, ja, Josua, also Yahweh ist Rettung. Und wir sehen dieses Phänomen ganz häufig in der Bibel. Auch Jesus nennt den Petrus um
Und ganz häufig werden Leute umbenannt. Und in der Bibel wird etwas in ihr Leben hineingesprochen, was jetzt noch nicht da ist, aber was jemand von außen sieht. Bei Petrus sieht Jesus, dass er jetzt noch sehr wankelmütig ist, aber er wird mal zu einem Fels werden, der stabil ist. Er wird von einem Simon zu einem Petrus werden. Und auch hier glaube ich, dass der Mose etwas in diesem jungen Mann gesehen hat. Er hat gesehen in diesem Hoschea, dass hier durch ihn Gott etwas wirken wird. Und er sagt nicht einfach nur Rettung, sondern Jahwe ist Rettung. Und er benennt ihn um. Hat jemand mal in deinem Leben etwas hineingesprochen, etwas, was er gesehen hat, was du selbst so gar nicht gesehen hast? Irgendeiner aus der Gemeinde? War irgendjemand da, der dich vielleicht zu irgendetwas ermutigt hat, weil er etwas in dir gesehen hat, was du sagst, das sehe ich gar nicht oder habe ich noch bis dahin gar nicht gesehen? In meinem Leben war es mehrfach. So bin ich zu meinem Predigtdienst gekommen, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. So bin ich zum Bibelstudium gekommen, so bin ich zu vielen Dingen gekommen, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, Willi, ich denke, dass Gott dir diese Begabung gegeben hat, willst du nicht mal dich hier einsetzen? Und ich habe gesagt, kann ich überhaupt nicht, sehe ich überhaupt nicht, aber gut, wenn er sieht, dann möchte ich es mal ausprobieren. Auf einmal tatsächlich, da entfaltet sich auf einmal was. Und ich wünsche mir, wenn es jemand nicht bei dir gemacht hat, dass du es vielleicht bei anderen machst, dass du mal junge Geschwister, die dann heranwachsen in den Gemeinden, dass du ihnen etwas zusprichst und sagst, ich sehe in dir eine Begabung, ich sehe, dass Gott etwas in dir hineingelegt hat und förder diese Gabe, setz sie ein, investier dich in das Reich Gottes. Der Armin Mauhofer, das war mein praktischer Theologe an der STH in Basel, der hat mir zum Beispiel so etwas gesagt, das war fast prophetisch, ich hatte wirklich Gänsehaut. In seinem sehr ernsten Moment, das war so mein Vertrauenslehrer die letzten Jahre an der STH, und da hat er mir etwas gesagt, das werde ich jetzt hier leider nicht verraten dürfen, aber er hat mir etwas gesagt, das war hochaktuell. Er hat etwas wirklich mal so, und der war kein Übercharismatiker oder so, beileibe nicht. Das ist ein ganz ruhiger, nüchterner Mann. Aber der hat wirklich etwas in mein Leben hineingesprochen, was er gesehen hat, was sich wirklich bei mir dann erfüllt hat. Was unglaublich ist, was ich niemals so gesehen hätte. Er hat etwas gesehen, was er im Glauben mir so dann weitergesagt hat. Und ich glaube, das Gleiche macht hier der Mose mit dem Hoschea, indem er ihn Josua nennt. Und ein Letztes, wir sehen auch Jesus. Wir sehen Jesus, der bereit ist, die Himmelsherrlichkeit zu verlassen, der bereit ist, ans Kreuz für uns zu gehen, der die Schmach erleidet. Der Philipperbrief sagt, der sich erniedrigte und Knechtsgestalt annahm und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Und auch hier der Hebräerschreiber heißt es dann, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude wille die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus sieht etwas, und zwar hat er etwas gesehen, er hat deine Rettung gesehen. Er hat gesehen, dass Menschen von der ewigen Verdammnis gerettet werden, dass sie Kinder Gottes werden und dass sie in Ewigkeit beim Vater sein werden. Und er war bereit, aus Liebe zu dir und zu mir, bereit, sein Leben zu geben, weil er etwas gesehen hat, was das Erlösungswerk am Kreuz dann bewirken wird. Und letztendlich sind wir heute hier, als Begnadigte, als Gerettete, als Gerechtfertigte, weil Christus sein Leben für uns gegeben hat, weil er sein Leben stellvertretend für uns gegeben hat, sodass wir frei ausgehen von Schuld und Strafe und wir nicht mehr ins Gericht kommen, sondern ewiges Leben haben. Ja, was siehst du? Was siehst du, wenn du auf die kommende Woche siehst, auf deinen Stundenplan schaust, vielleicht auf deine finanzielle Situation schaust, vielleicht auf deine Gemeindesituation schaust, auf deine familiäre, private Situation schaust. Was siehst du, wenn du hinschaust? Vielleicht siehst du die ganzen äußerlichen Faktoren. Ich möchte dich einladen und ermutigen, durch das Wort Gottes die Brille des Glaubens aufzusetzen und den Blick des Glaubens zu wagen. Und du wirst merken, wie viele Dinge in deinem Leben sich auf einmal durch diese neue Sichtweise völlig verändern. Weil auf einmal bist es nicht mehr du, es sind nicht mehr die Riesen, die vor dir stehen, sondern es ist der lebendige Gott, der in Christus Jesus in deinem Leben wirksam wird und Dinge bewerkstelligen möchte, von denen du noch keine Ahnung hast, was er alles zu tun vermag.
Und dann werden wir Wunder erleben, kleine, große. Wir werden erleben, wie Gott wirkt und wie er sein Reich baut, wie er Gemeinden baut und wie er auch uns als BSW-Gemeinschaft baut und wachsen lässt zu seiner Verherrlichung. Möge der Herr uns segnen. Amen. Ganz herzlichen Dank, lieber Willi, für diese wichtigen Worte, Glaubensblick. Den muss man sich immer wieder neu erbitten und erkämpfen. Manchmal verzagt man, wenn man in die Welt hineinschaut. Du hast uns Mut gemacht, diesen Glaubensblick zu behalten. Ihr selber braucht ihn jetzt auch, denn ihr habt auch Veränderungen vor euch, nicht wahr? Und wir wünschen dir, Willi, und dir, Elina, dass ihr dieses feste Vertrauen auf unseren Herrn habt in den kommenden Monaten, wenn ihr euch hier umschaut, nach einer Bleibe Abschied nehmt von dort oben und dass sich der Ruf dann festigt, wirklich hier ans BSB zu gehen. Ganz herzlichen Dank. Ja, dann sind wir zum Ende und du hast eine Punktlandung geschafft. Wir haben exakt 12 Uhr. Wir wollen miteinander beten und stehen auf. Stellen uns unter den Segen Gottes. Unser Vater im Himmel, wie herzlich danken wir dir für dein Wort, das wir jetzt hören durften. Du hast uns Mut gemacht, dir ganz zu vertrauen. Herr, das fällt nicht immer leicht. Manchmal sind die Umstände so groß, dann geht es uns wie Petrus. Zunächst, ja, vertraute er auch, stieg aus dem Boot, aber dann sah er die Riesenwellen, und er begann zu sinken. Herr, das ist menschlich und du weißt um unsere Schwachheit und das fehlende Vertrauen, das manchmal da ist. Deswegen beten wir, wie die Jünger damals beteten, Herr, stärke uns den Glauben. Das brauchen wir in dieser turbulenten Zeit und Welt. Stärke uns immer wieder den Glauben und lass uns auf dich blicken und auf deine Möglichkeiten, die du, allmächtiger Gott, hast. Wir danken dir für diese Morgenandacht, für diesen Gottesdienst, für die Zusagen deines Wortes und bitten nun um den Segen für die vor uns liegenden Tage, für den Unterricht. Sprich zu uns, lass uns eine gute Gemeinschaft in den Klassenräumen haben. Lass uns einander helfen auf dem Weg der Nachfolge, einer den anderen erbauen, so wie dein heiliges Wort uns sagt. Lass uns in der Liebe leben, wie du uns geliebt hast. Dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei alle Ehre. Amen. Allen noch einen gesegneten Montag. Bis um 14:30 in den Klassenräumen.